Moin Leute, was geht bei euch? Tommy Smith zusammen mit Katja May am Start. Und ja, sag du's. Wir spielen Grim Fandango Remastered. Das zweite Mal, denn mir fehlen noch genau zwei Trophäen und wir hatten es damals an einem verregneten Wochenende mal durchgespielt. Gucken, Ja, was hängen geblieben richtig. ist. Gerade an den Spielständen gesehen, dass das schon, Ein bisschen her ja, ist. drei. 2019 und der andere 2018. Genau, ganz wichtig, was ich natürlich vergessen habe. Die Tanksteuerung hatte ich nicht aktiviert und das ist eine der zwei Trophäen, die mir fehlen und deswegen werde ich die ganze Zeit über die Steuerung schimpfen. Genau, nur schon mal als Vorwarnung. Gut, dann neues Spiel, ab geht er. Tut mir leid, dass Sie warten mussten, Mr. Flores. Ich habe jetzt Zeit für Sie. Zeit? Zeit wofür? Aber, kein Grund, nervös zu werden. Nervös? Nun, es ist Oh, Ihr Aussehen, Schuhe Sie. tragen. Naja, Sie wirken etwas beängstigend. Beängstigend? Ich? Aber ich bin Ihr Freund, gestatten Manny Calavera. Ich bin Ihr neuer Reiseberater. Ich will keinen Reiseberater. Ich will nach Hause. Sie können nicht nach Hause, Sie sind tot, aber Sie sind nicht allein. Jeder ist hier genauso tot wie Sie, deswegen nennen wir es auch das Reich der Toten. Sind Sie bereit für Ihre große Reise? Nein! Welche Reise? Die Vierjahresreise der Seele. Ein langer Trip. Und ich will ehrlich sein, Celso. Es kann sehr, sehr gefährlich werden. Es sei denn, Sie kaufen sich von dem Geld, mit dem Sie begraben wurden, ein besseres Reisepaket. Ich meine, würden Sie nicht gerne im eigenen Sportwagen durch das Totenreich fahren? Oder wie wär's mit einer Kreuzfahrt? Wenn Sie zu Lebzeiten ein guter Mensch waren, so könnten Sie sich sogar für ein Nummer 9-Ticket qualifiziert haben. Nummer 9? Der Neuner ist der Express. Er benötigt nur 4 Minuten statt 4 Jahre für die Strecke von der 9. Unterwelt ins Reich der ewigen Ruhe. Allerdings kommen nur die wenigsten dafür in Frage. Schauen wir uns mal Ihre Akten an. Leicht drunter? Nun ja. Leider haben Sie die Qualifikation knapp verpasst. Aber wir haben dennoch ein paar Asse im Ärmel. Jaha! Das wäre das Ticket für die Excelsior-Linie. Ach, ist sie nicht schön. Und der Kompass im Griff wird bestimmt recht nützlich sein. Eine tolle Reise. Ich wünschte, ich dürfte gehen. Warum tun Sie es nicht? Sie könnten mich mitnehmen. Oh, ich kann hier erst weg, wenn ich meine Schuld abgearbeitet habe. Sozialstunden, was? Naja, schätze, es gibt Leute, die schlimmer dran sind als ich. Oh, ich komme noch früh genug hier raus. Aber wohl kaum durch so armselige Kunden, die keine Provision bringen wie du. Hey Manny, der Boss meint, du möchtest heute Abend nicht zu früh gehen. Er will irgendwas mit dir besprechen, wenn er wiederkommt. Was genau pfeift die da eigentlich Sag an ihren Donner, Knochen? Soll sich entspannen. Bleiben die Nägel ich nicht gehe nirgendwo hin. Schon gar nicht mit Kunden wie dem da. Steckt es ja eigentlich nicht mehr, oder? Wo holen die diese Typen nur her? Die qualifizieren sich für nichts. Ich kann ihnen nichts Gutes verkaufen, bekomme meine Zeit nicht rum und hänge hier fest. Dazu verdammt Wanderstücke an Idioten zu verteilen. Ich brauche bessere Klienten. Einen Heiligen. Einen reichen, toten Heiligen. ¿Qué es esto? So, jetzt geht's los. Tanksteuerung. Das geht ja schon ganz gut. Ja, Digipad. Ah. Das ist eine Art Arbeitsauftrag. An alle Mitarbeiter von Büroleiter Kopal. Hört zu, ihr Hohlschädel! Dankt eurem Glücksstern und schwingt euch in eure Autos! Eine Massenvergiftung steht an, Leute! Zu viele Tote, um sie einzeln zuzuteilen. Für alle gilt, wer zuerst kommt, sinst zuerst. Also, ich will da draußen ein wenig Action sehen! Ganz wie Sie wünschen, Chefchen. Gut, was ist jetzt unser Job? Er guckt auf jeden Fall das an, was wir nutzen können. Ich weiß noch, dass wir Spielkarten brauchen. Wo sind die denn? Oha, was liegt denn da auf dem Schreibtisch? Ja, er guckt den Schreibtisch nicht an. Na gut. Dann gehen wir mal hier hin. Ja, es ist echt fummelig, die Steuerung. So,
sind Spielkarten. Ich stecke die Karten lieber ein. Es scheint wieder einer dieser Passionstage zu werden. Ja, dann steck sie doch auch ein. Ach so. Hab sie schon gelesen. Hat nichts gebracht. Ja, also ich kann es mal mit dem Stick probieren. Das ist halt echt wirklich doof. So, War schon besser? Oder ist ja nichts mehr? Tür. Er guckt schon ein bisschen seltsam. Ja, wenn ihr das so wollt, dann speichern wir jetzt. Das dauert überhaupt nicht lange. Cool, so, das rechts nebendran ist das vom verhassten Kollegen, das Büro, ne? Das mit der besseren Tür? Ach, konnte man nicht, gab's nicht im Sprintmodus? Das war R1. Ja. Dominos Tür ist verschlossen. Hat wahrscheinlich Bammel, dass ich eine seiner Akten klaue. Was übrigens keine schlechte Idee wäre. Buenos dias. Manny, warum bist du nicht bei der Vergiftung? Welche Vergiftung? Die Code 3 Chili con Carne Vergiftung, zu der bereits alle unterwegs sind. Warum schreibe ich eigentlich Memos, wenn keiner sie liest? Irgendwelche Nachrichten für mich? Außer der über die Vergiftung? Genau. Nur noch eine, Manny. Ich bin nicht deine Sekretärin. Ich nehme keine Nachrichten für dich an. Geht das denn nicht in deinen Dickschädel? Also leite nicht ständig dein Telefon zu mir um. Na gut, aber für mich hörte sich das gerade nach 4 Nachrichten an. Na, wieder viel zu tun? Ich hätte mehr zu tun, wenn du mehr Klienten hättest. Autsch. Ja, okay. Naja, ich zieh dann mal Leine. Okay, aber pass auf, dass du dich nicht erhängst. Unser geliebter, allmächtiger Chef will nicht gestört werden. Gut, also Chef ist nicht da, Nachbar ist nicht da. Liegt auf ihrem Tisch irgendwas? Der Locher. Darf ich den Locher benutzen? Mach doch, was du willst. Danke. Beruhigt ungemein, nicht wahr? Kannst du was aus deinem Inventar lochen? Ja, die Karten muss man lochen. Das weiß ich noch. Ist das? Nee, das ist. Das sind die Spielkarten. Auswählen und Locher. Manny, was machst du da? Ich zinke Karten, Schätzchen. Sehr auffällig. Gut, das sollte gepasst haben. Ja, also so grob ist noch was da. Das ist der Fahrstuhl. Den können wir wahrscheinlich nicht nutzen, oder? Doch, offensichtlich schon. Aber wohin fahren wir damit? Ach so, alle fahren schon los, ne? Ja, so war das. Jetzt gibt's für uns halt kein Auto mehr. Ah, was war das? Da hinten ist scheinbar nichts. Doch, aber ich wusste nicht, wie ich da hinlaufen soll. Das ist das Problem. Er läuft halt maximal behindert. Keine Ahnung, die Tanksteuerung einfach. Hey, wer fummelt da an meinen Sachen rum? Yay! Oh, Entschuldigung, Sir. Ich wusste nicht. Für gewöhnlich bequemen sich Vertreter nicht in diesen Teil der Garage. Hey, bist du Fahrer? Ich? Ha, nein. Nein, nein, nein. Ich fahre nicht. Ich schraub nur dran rum. Ich bin Calavera. Manny Calavera. Ich heiße Glottis. Ich krieg nicht so viel Besuch. Hey, ich habe eine Nachricht für einen Mr. Calavera. Ihr Fahrer lässt ausrichten, dass Mr. Hurley gesagt hat, dass er den Rest des Tages frei haben könnte. Domino hat meinen Fahrer heimgeschickt? Ja, nett, nicht wahr? Glottis ist doch sein schwarzer Name. Glottis. Glottis. Ist das ein Schweizer Name? Oh nein, meine Wurzeln entstammen keiner irdischen Nation. Ich bin ein Elementargeist, der aus dem Reich der Toten beschworen wurde und dessen einziges Verlangen es ist, zu heizen.
Oder Öl- und Keilriemen zu wechseln, wenn gerade kein Fahrerjob offen ist. Ich bräuchte einen neuen Fahrer. Sieht aus, als bräuchte ich einen neuen Fahrer. Oh, dem kann ich zustimmen. Ja, den brauchen Sie. Kannst du meinen Fahrer vertreten? Kann ich mich nicht entscheiden, ob ich noch seltsamer aussehen würde, wenn seine Augen weiter oben wären? Sorry, oder Vorschriften. Ob das besser aussehen würde. Komm schon, Glottis. Komm schon, Glottis. Du musst mich fahren. Nein, ich kann nicht. Ich bin zu dick. Du bist genau richtig. Die Autos sind einfach zu klein. Du bist nicht zu dick. Die Autos sind einfach zu klein. Ja, diese verdammten Kleinwagen. Hey, das bringt mich auf eine Idee. Ich könnte Ihren Wagen ein bisschen frisieren. Ein paar Schweißarbeiten hier und da, damit er in der Taille nicht so aufträgt. Allerdings darf ich die Autos nur mit einem Auftrag von oben verändern. Sonst bin ich meinen Job los. Einen Arbeitsauftrag? So, so. Ja, ja, genau. Hier darf man ohne Unterschrift vom Boss nicht mal allein auf die Toilette gehen. Hey, das ist doch genau mein Ding. Leute zum Unterschreiben bringen. Bin sofort wieder da. Genau. Zu eng. Bin gar nicht zu fett. Irgendwie ist hier alles zu eng und zu klein. Das erinnert mich an Asterix und Obelix. Obelix. Also gut. Ein Römer schreibt, der Dicke da. Und Obelix, welcher Dicke? Ich sehe hier keinen Dicken. Höchstens mich. Und ich bin nur dick angezogen. Vor allem, weil er so viele Klamotten trägt. Eine Hose. Die er bis unter die Arme gezogen hat. So, wir müssen Schläuche holen, ne? Würmer waren das, ne? Ich dachte, er braucht eine Unterschrift. Ja. Links oder rechts? Rechts. Diese Steuerung ist echt die Härte. Ja, vor allem die Bildwechsel sind so richtig krass scheiße. Ja. Yeah. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich da hinten machen soll. Keine Ahnung. Was ist... Ah, ich glaube, was war hier noch? Abgeschlossen. Okay, wir müssen ja irgendwas kaputt machen, auf jeden Fall. Das ist ja Point and Click Adventure. Da muss immer was kaputt gemacht werden. So, er ist jetzt... Von wo kommen wir denn? Oder müssen wir uns jetzt umdrehen und hier hinlaufen? Nee, dann sind wir wieder hier, alles klar. Diese Kamera ist in dem Teil echt mies. So, was geht hier? Was können wir hier machen? Nichts, gut. Wofür gibt es dann diesen Bildabschnitt? Keine Ahnung. Die Türen nutzt er nicht von alleine. Wer hat sich das ausgedacht? Und wer gibt dafür eine Trophäe? Danke, Lukas. So, wir müssen zu diesem. Den da. Na, du Clown? Hau ab, Lackaffe. Ich probiere was. Was probierst du denn? Dir den Hals umzudrehen. Wonach sieht es denn aus, du Depp? Kannst du mir auch was knoten, Kumpel? Ja, ja, ich verknote dir alles, was du willst. Wir brauchen auf jeden Fall zwei Würmer. Ne? Wette, du kannst keine Katze machen. Hast du eine Ahnung, Kerlchen? Ich kann alles. Ich kann Vögel, Amphibien, berühmte Persönlichkeiten. Los, sag was. Ein toter Wurm. Ein toter Wurm. Himmel, das ist leicht. Von denen kannst du haben, so viel du willst. Noch ein Totenwurm. Dafür sind Ballons nicht gedacht. Achso, er hat jetzt einen Ballon. Mein Junge möchte noch so ein Ballontier. Na Himmel, was denn nun schon wieder? Hast du noch mehr tote Würmer da hinten drin? Na klaro. Tote Würmer da hinten drin. Ich glaube, mehr braucht man. Eine Katze. Dafür sind Ballons nicht gedacht.
Ich weiß, dass man den Sherlock Holmes braucht, um Löwen zu erschaffen. Na Himmel, was denn nun schon wieder? Okay, eine Katze. Kein Problem. Interessante Art, aber hat funktioniert. Gott. Dann sind wir mit dem durch. Kannst du da Brot holen? Auch mal Brot? Da ich dieses Jahr nicht so richtig mitfeiern kann, spricht wohl nichts gegen ein bisschen Pan de Muertos. Noch mehr Brot. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Zu Ehren des Tod ein weiteres Brot. Oh, ich habe auch noch ein Brot gehofft. Okay, ich nehme jetzt nicht noch ein viertes Brot mit, ja? Ja. Brauche ich mal 8, das brauchen wir wahrscheinlich für die Dinger. Jetzt, vor allem, wie läuft der denn? Du sollst dann die Gasse rein, du Eimerkorb. Gasse. Muss man erst anschreien, dann funktioniert's. Ah ja, genau, die Krawattenleiter. Ich hoffe, die haben ihre Krawatten vernünftig gebunden. So, wir müssen irgendwie mit der Schnur da gleich rüber, aber erstmal das Büro hier. Richtig? Aha. Wo sind wir jetzt? Wir sind hier bei ihm, ne? Don scheint seinen Computer so programmiert zu haben, dass er automatisch das Intercom beantwortet. Ich ändere einfach seine automatische Antwort. Um Himmels Willen, Eva! Unterschreiben Sie es halt selbst! Ich habe zu tun! Genau, was gab's hier noch? Siehst du noch irgendwas? Was? Ich meine, es liegt einiges rum. Es ist ein Schloss dran. Unglaublich. Er traut mir nicht. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal die Möglichkeit, die Unterschrift zu kriegen. Das ist schon mal gut. Ja, das weiß ich noch, dass wir einen Fahrer kriegen. Genau. Auf der Walk oder. Was für ein Chaos. Was für ein Chaos. Scheint ich glaube, viel mehr ist hier nicht, ne? Nee. Ach, da ist ein Schloss dran. Was für ein Chaos. Ich meine, das Einzige, was wir es ist hätten, ein Schloss dran. Sense. Unglaublich. Er traut mir nicht. Gute Idee, Sense. Meine Sense. Ich trage sie gerne nah an dem Fleck, wo früher mein Herz war. Kein Platz. Nee. Dann braucht man vielleicht noch irgendwas dafür. Kurz gucken, ob wir hier noch weiterkommen. Kannst du runterfallen? Ich habe weder ein Nest noch das Bedürfnis, eine Haustaube zu halten. Kann ich nicht gebrauchen. Aha, in Dominos Büro ist niemand. Kommen wir da denn dann rein? Keine Ahnung. Offensichtlich nicht durchs Fenster, oder? Domino verschließt sein Fenster. Wahrscheinlich Schiss vor Tauben. Wie kommen wir da jetzt rein? Keine Ahnung. Mehr Brot. Brot dagegen werfen. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Dann vielleicht erst später. Vielleicht auch nicht durchs Fenster. Vielleicht hat er ja ein Dachfenster. Und die Krawatten. Das lose Ende eines Seils aus Krawatten. Ganz schön lang. Wie kann ich das denn nutzen? Mit der Sense hochholen? Ach, er hat so, jetzt okay. In der Hand. Ich weiß jetzt nicht, ob er läuft. So. Schmeiß! Das war nicht das, was ich wollte.
Aber ich konnte mich auch nicht so richtig bewegen. Ich will das an die Leiter dort werfen, damit ich dort hochklettern kann. Ja. Aber ich habe nicht wirklich... Ich kann, wie du siehst, ich kann mich nicht drehen oder bewegen. Ja. Ach, jetzt... Okay, er wirft's immer kacke, aber ich kann's zumindest hochholen. Also ich hab's jetzt genommen und es liegt hier oben. Das ist ja schon mal was wert. Ja. Wahrscheinlich müsste man noch irgendwas drum rumwickeln, damit das dann in der Leiter hängen bleibt. Droht. Ich schätze nicht, dass das funktioniert, aber versuch mal. Das wäre kein guter Verwendungszweck für dieses besondere Zeremonienbrot. Mit der Sense irgendwie was? Mir fällt derzeit nur die Sense ein, weil wir kaum was haben. Ich würde tatsächlich erstmal versuchen, ob du irgendwas anderes machen kannst. Ich möchte mir nicht die Klinge ruinieren. Vielleicht kriegst du dann ja noch Items, die wir dafür bräuchten. Meistens ist das ja so ein Point and Click. Lauf erst hin, mach eine Kleinigkeit, lauf zurück, mach da eine Kleinigkeit, lauf wieder hin. Manny, du bist raus. Sabinen! Das kommt auch noch. Das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Und nochmal wahrscheinlich. Das ist so affig schwer. Ich weiß nicht, wie oft wir es beim ersten Versuch krass, gemacht haben. Der rennt einfach dran vorbei. Du sollst da reinlaufen. Ich kann mich noch gut an das Jahr erinnern, in dem das hier gebaut er will wurde. Da nicht weil reinlaufen. Das Ding so teuer war, dreh dass dich, wir in diesem Jahr keinen Bonus bekommen haben. Ey, ohne Scheiß. Ich drück nach vorne und er läuft an dem Haus vorbei. Was ist das für ein Dreck? Es ist Tanksteuerung. Es ist komplett für den Arsch. Ich will einfach nur da... Ich laufe, ich drücke in eine Richtung, er läuft straight, als wäre da eine unsichtbare Wand dran vorbei. Ja, richtig klingt logisch. Dumm. So. Jetzt holen wir erstmal für Glottis die Bescheinigung. Das wissen wir immer, dass das geht. Genau, den Schritt haben wir ja schon gemacht. Was machst du denn da für schreckliche Geräusche? Neue Schuhe. Ach so. Den auswählen. Eva, der Boss muss mir unbedingt diesen Auftrag unterschreiben. Na gut, ich versuch's. Mr. Copal, Mr. Calavera hat hier etwas, das er von Ihnen unterzeichnen lassen möchte. Ah, verflucht, Eva! Unterschreiben Sie es selbst, ja? Ich hab schon Ton! Mit einem Bleistift. Du musst ihn entschuldigen, Manny. Wahrscheinlich hat er heute ein besonders schweres Kreuzworträtsel. Ich bin beeindruckt, Eva. Wusste nicht, dass du solche Handlungsbefugnis hast. Wir alle haben unsere Geheimnisse. Ist nicht wirklich ein Geheimnis, oder? Er hat schon mal angefangen ohne die Erlaubnis. Hey, das Ding steht mir, was? Ja, es heißt ja, schwarz macht schlank. Ich fahre! Ja, ich fahre! Das sieht etwas unbequem aus, aber naja. Wäre ich ja zu Fuß schneller gewesen. Ah, ich verpasse noch die Vergiftung. Ich finde es nebenbei gemerkt, du kriegst einen netten Touch, dass er Italiener ist. Domino. Die Lebenden verursachen bei mir immer noch Gänsehaut. Meine Sense. Ich trage sie gerne nah. Kannst du ihn jetzt wegsensen? Hui. Schicker Bademantel. Massenvergiftung. Eine Leiche war noch doof.
Aber wir haben noch andere Reisepakete im Angebot, wenn Sie... Sparen Sie sich das Geschütze. Ich will nur was Billiges und Ruhiges, mehr nicht. Eieiei. Weißt du, Manny, ich könnte den Wagen etwas schneller machen. Ja, ja, mach, was du willst. Oh ja, wir verpassen ihm fette Auspuffrohre, legen ihn vorne tiefer und ziehen seine Wenn Hintern ich mich etwas recht erinnere, hoch. So sieht der Wagen am Ende richtig cool aus. Also... So haben Sie es schön ruhig, Mr. Martinez. Und der Schaum, der entsteht, wenn ich die beiden Chemikalien mische, puffert sie wunderbar ab. Sehen Sie. Wenn ich es mir recht überlege, möchte ich doch ein anderes Paket. Sorry, Bruno, doch für etwas Besseres sind Sie nicht qualifiziert. Aber hier, ich schenke Ihnen diesen Becher. Nein, Moment. Da haben Sie nicht was mit etwas mehr Beinfreiheit. Ich würde ja gerne helfen, Bruno, aber mein Boss ist unerbittlich. Das muss man auch sein, wenn man so faule Säcke als Angestellte hat. Manny, Sie könnten doch nicht mal einem Eskimo eine Pelzmütze verkaufen. Ich habe hier was verkauft. Ich rede von Luxuspaketen, Calavera. So wie die Domino verkauft. Wie soll ich denn anständige Umsätze machen, wenn Sie mir immer solche Luschen geben? Hey! Ach, jetzt sind's die Kunden, ja? Mir reicht's jetzt, Manny. Wenn ich im nächsten Verkaufsbericht bei Ihnen nichts Anständiges sehe, dann sind Sie raus, ist das klar? Auf der Straße, ohne Job. Nur Sie, der Anzug, Ihr breites Grinsen und verdammt viel Zeit. Aber immerhin darfst du den Anzug behalten. Wer ist hier eine Lusche? Also, ich sollte... Ich habe es satt, auf gute Aufträge zu warten. Ist ja nicht so, dass die hier zum Fenster reingeflogen kommen. Es wird Zeit, die Initiative zu ergreifen. Nein, nein, ich will... Ich glaube, ich wahrscheinlich jetzt noch nicht mal. Ich würde jetzt schon mal die beiden Würmer befüllen. Mhm. Immer das gleiche, Elender. Hier mit euren feinen Anzügen und eurem arroganten Gehabe steckt Bierflaschen in die Rohrpost. Findet ihr so etwas lustig? Hä? Begreift ihr Typen da oben nicht, dass der Verteiler eine komplizierte und empfindliche Maschine ist? Ihr glaubt, ihr seid was Besseres, was? Nein. Gut. So, wir haben einen Wurm. Jo. Und jede Menge Brot. Aber jetzt ist man noch nicht hungrig. Ein Blau. Und einen Rot. Das weiß ich noch, dass man das machen musste. Und jetzt musste man die Karte in die Tür da stecken. Ich dachte, man muss erst den Maintenance Guy da rausholen. Weil der hatte ich ja gerade da aufgehalten. Wie komme ich denn da hinten jetzt hin? Bin ich so blöd oder was? Ach, jetzt habe ich es begriffen. Da muss ich herum. Hier. die Kamera, der hinten, ey, ja, ohne die Scheiß. Verwirrt einen total. Das war... Das ist ein Feuerlöscher, den will ich mir nehmen. Nein. Hier sieht man es immerhin. Hier spielt es ja auf der schönen Grafik. Das wäre jetzt original, also da wird man es aus. Ja. So sieht es schon ein bisschen besser aus. Das Rad dreht sich nicht und die Tür bewegt sich kein Stück. Okay. Die gelockte Dings muss ich hier rein. Ich kann mal gucken, ob da jetzt schon irgendwas nicht geht. Diese Karte kann ich hier nicht ausspielen. Ach, ich weiß, glaube. Ich meine, wir mussten erst die Vorpost. Ja, ich habe keine Lust, mit Karten rumzuwerfen. Ich habe keine Lust.
Ich habe keine Lust mit Karten. Nein, du musst ja irgendwie die Tür da offen halten, aber du musst halt erst was kaputt machen. Jetzt. Hallo, Macker. Ich sage, geh raus aus diesem scheiß Türding. Das. Ja, echt, wirklich. Kann der nicht von alleine aus der Tür rausgehen? Muss ich dies anklicken oder was? Ey, wirklich. Was muss ich machen, um aus einer Tür zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich spiele nicht. Ey, fickt euch. Wer hat diese Scheiße? Ja, genau. Jetzt geht's plötzlich. Ey, wirklich. Nicht so laut. Ey, komm, du spielst die Kacke nicht. Dieses einfach nur die Hölle. Danke, LucasArts, für diese Scheiße. Echt. Da kannst du nichts Gutes mehr dran finden. Naja, ich zieh dann mal Leine. Gut. Gehen jetzt in unsere. Ach, ist da offen? Uha. Mit Schweißflecken in dem Ding. Ja. Ich glaub, meinst du, wir müssen mit dem quatschen? Ich glaube, hier gibt's nichts, oder? Ich weiß es nicht. Ja, an seinem PC dürfen wir nicht, solange er da ist. Ah, da ist aber noch Schnappes. Den können wir mitnehmen. Kann ich nicht gebrauchen. Nimm den Schnaps jetzt mit. Du stehst doch davor, oder bin ich blöd? Kannst du anscheinend nicht mitnehmen. Kann ich, erst, wenn er raus ist. Oh, du kannst Schnaps trinken. Okay. Ich sollte Brunos Datei schließen, bevor sich sein mieser Lebenslauf in meinen Bildschirm einbrennt. Okay, ich weiß gerade leider nicht, was wir machen sollen. Also ich würde versuchen, mit den Ballons, die du hast, die Robboss zu verstopfen, weil er sagte ja vorhin, wenn du da irgendwas reinstopfst. Beide, ne? Ja, ich glaube, die Chemikalien müssen miteinander reagieren, oder? Und da gibt es ja keinen Sinn, dass man zwei unterschiedliche Farben hat. Hey, Vorsicht da unten! Ja, ich weiß, hier machen wir halt nichts. Wir müssen ja, gleich dürfte ja Mädchen kommen, wie sie heißt. Ja. Also jetzt kannst du wahrscheinlich bei diesem Verteiler. Der Server ist wieder abgestürzt. Naja, das kennen wir doch schon. Diese Karte kann ich hier nicht ausspielen. Ich habe keine Lust mit Karten rumzu. Diese Karte kann ich hier nicht ausspielen. Also er hat ja zumindest alle Schlösser. Der Bolzen ist drinnen.
Diese Karte kann ich hier nicht ausspielen. Dann warte mal, vielleicht musst du die Karte nicht. Der Sammler, der Bolzen ist drin, was wolltest du dann raus? Ich habe gerade eine offene Tür verriegelt. Seltsam, aber doch irgendwie faszinierend. War die Karte für irgendwas? Vielleicht nicht direkt hier. Ich weiß es auch nicht mehr. Also. Hi, bei mir kommt keine Nachricht mehr an. Stimmt was mit dem Server nicht? Finden die das witzig? Halten die das für einen Riesenspaß? Möchte wissen, wie es denen gefallen würde, wenn ich ihre Röhren mit Packschaum einsaue. Wer würde denn so etwas Böses tun? Na, diese Penner im Postraum. Die glauben, dass diese Anlage sie arbeitslos macht. Und da haben sie recht. Kann ich da mal eben rein? Nur ganz kurz? Soll das ein Witz sein? Das ist ein Hochsicherheitsbereich. Außer mir hat da niemand Zutritt. Oh, dann geh mal. Du musst bestimmt erst gehen, bevor du hier weiter was machen kannst. Ja, wir gehen dann ja da rein. Ja. Und dann können wir quasi eine andere Post klauen. Ergibt Sinn. Tja, ich geh dann mal. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Muss ich hier noch auf Acht haben? Oh, nicht schon wieder. Willst du hier alles in die Luft jagen? Das ist ein Feuerlöscher mit Magnesiumfüllung. Wenn du das Zeug auf den Packschaum sprühst, fliegen wir hier mit Lichtgeschwindigkeit durch die Decke. Was? Das ist gut zu wissen. Warum sollte jemand so etwas Gefährliches hier hinstellen? Wahrscheinlich ist man nicht davon ausgegangen, dass sich in diesem Raum einmal so viele Gefahrenstoffe befinden. Dann sollten wir nochmal Packschaum sammeln, oder? Wir haben aber keine Gummiwürmer mehr. Für die Beamten muss das reichen. Oh, der hat gerade eine Karte aus einer roten Dings gezogen. Da musst du wahrscheinlich die Spielkarte verwenden. Da war's. Jo. So, er ist ja offiziell weg, dann können wir ja wieder rein. Die Tür musste offen sein. Hätte man das jetzt nicht gemacht, hätte man wahrscheinlich weitere Gummiwürmer holen müssen, das ganze Ding nochmal verstopfen. So. Mercedes Colomar, Kundennummer 9308. An Windpocken gestorben, Todeszeitpunkt, bla bla bla. Aha, positive Merkmale, hat sterbenden Kindern freiwillig Geschichten vorgelesen. Das ist gut, wirklich gut. Ich glaube, du bist es, Mercedes Colomar. Du bist genau die Richtige für mich. Ja, die hattest du ja noch im Kopf. Glottis, bist du verrückt? Was ist in dich gefahren? Das war ein Firmenwagen. Oh yeah, und jetzt ist er erst richtig firm. Befreien. Ja. Buenos dias. Sind Sie die Schwester? Nein. Sie sind nicht hier, um mir Medikamente zu geben? Aber ich bin hier, um Ihren Schmerz zu lindern. Schätze, man konnte mich nicht retten. Nein, aber vielleicht können Sie mich retten. Das bedeutet eine Menge Verantwortung, Mr. Calavera. Wie kommen Sie darauf, dass ich ein so guter Mensch war? Miss Colomar. Meche, bitte. Meche, ich kann es in Ihren Augen sehen. Und in Ihrer Akte. Sie haben sich für ein Erste-Klasse-Ticket qualifiziert. Ihre Reise geht nach nirgendwo. Was? Habe ich etwas falsch gemacht? Laut Ihrer Akte nicht. Makelloser Lebenslauf. Zumindest das Stück, das ich gelesen habe. Ich weiß nicht, ob mir Ihre Anspielungen gefallen, Mr. Calavera.
Vergangenheit? Gibt es etwas in Ihrer Vergangenheit, das Sie mir verschwiegen haben? Einiges, wenn man bedenkt, dass ich Ihnen noch gar nichts erzählt habe. Haben Sie viel gemordet, als Sie noch lebten? Selten. Selten heißt nicht nie. Nie einen umgebracht? Wenn ich ehrlich bin, nein, ich habe nie jemanden umgebracht. Nicht einmal einen klitzekleinen Mord? Oh, vielleicht habe ich mir einfach nicht genug Mühe gegeben. Tierquälerin? Tierquälerin? Niemals! Ich liebe Tiere. Ich habe einmal freiwillig in einem Tierheim gearbeitet und... Danke, das genügt vollkommen. Ja, komm. Ich gebe auf. Sagen Sie doch nicht so etwas, Manny. Entschuldigen Sie mich, ich muss versuchen, Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Verzeihen Sie, dass ich Ihnen solche Umstände mache, Mr. Calavera. Sie machen doch keine Umstände, aber nennen Sie mich doch Manny. So, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass Sie das Richtige bekommt. Wollen wir mal zu Eva gehen? Jo. Tut mir leid, falls ich Sie enttäuscht habe, Manny. Oder ist da die Tür offen? Dominos Tür ist verschlossen. Offensichtlich nicht. Hey, Klappergestell! In mein Büro! Sofort! Sie haben Firmeneigentum mutwillig beschädigt, um so an vertrauliche Unterlagen heranzukommen, um dann mit Ihrem illegal umgebauten Wagen und Ihrem nicht registrierten Fahrer Domino gegen die Karre zu fahren! Alles nur, um ihm seine rechtmäßig zugeteilte Klientin zu stehlen! In dieser Abteilung ist gar nichts rechtmäßig. Sie geben Domino alle guten Kunden. Manny, jetzt schäme ich mich wirklich für Sie. Sie haben die ganze Abteilung in Verruf gebracht. Ich werde die Dame hereinrufen, damit sie sich bei ihr entschuldigen kann. Eva? Miss Colomar, bitte. Sie ist vor etwa 15 Minuten gegangen, Sir. Sie meinte, sie hätte noch einen langen Marsch vor sich und würde lieber losgehen. Marsch? Sie hatte ein Ticket für Nummer 9. Warum glaubt sie, zu Fuß gehen zu müssen? Das war das beste Angebot, das ich ihr machen konnte. Ist dir jetzt klar, warum Domino alle guten Kunden kriegt? Domino hat Domino-Steine auf der Hand. Diese Frau war eine Heilige, eine sichere Kandidatin für ein Doppel-Endticket. Und nur weil Sie zu blöd waren, richtig hinzusehen, muss sie zu Fuß gehen, da draußen. Ganz allein, auf sich gestellt im versteinerten Wald, mit all den Dämonen und völlig schutzlos. Ist das Ihr Lohn für ein Leben voller Entbehrungen und Wohltätigkeit? Ihre Zukunft, versaut von einem übereifrigen Kerl, der nur Augen für eine fette Provision hatte. Rein mit Ihnen und bleiben Sie da, bis die Jungs von oben entschieden haben, was mit Ihnen geschieht. Jemand wird dafür bezahlen müssen, Calavera. Und das werde nicht ich sein. So, wir sind eingekerkert. Scheint so, ja. Cremig wie Softeis. Aber dem Geruch nach zu urteilen, ist es eher Spachtelmasse. Feuerlöscher. War das Verpackungsmaterial denn dasselbe wie das? Das brennt doch nicht. Kannst du die Tür aufmachen? Das wäre zu witzig, ne? Das wäre super witzig. Hey, ist da jemand? Hä? Nun, Manuel, hast du über deine Tat nachgedacht? Wer ist da? Ich bin du, oder besser, ich war vor Jahren. Wie du. Schön, aber momentan bin nur ich, also verschwinde. Was werden Sie mit mir anstellen? Ich will dich ja nicht nervös machen, Calavera, aber hast du schon mal jemanden sprießen sehen? Nein, zu solchen Partys gehe ich nicht mehr. Dann weißt du also nicht, es gibt nichts Grausigeres als den Stich des Sprießers. Sein tödlicher Stachel treibt die grüne Pest durch jede verknöcherte Pore deines Körpers. Bis du Wurzel durchsetzt und von Gras bedeckt bist, das immer kräftiger und saftiger wächst. Du platzt auf und treibst Blüten, die dich in ein duftendes Bouquet aus Schmerz und also Leiden verwandeln. Und du schreist, bis dein Mund sich mit Blüten und deine Nasenöffnungen mit Dornen füllen. In deinen Augen sammelt sich Nektar. Und dann bist du nichts weiter als ein buntes Blumenbeet,
um dass die Hummeln summen. Bist du fertig? Ja. Nein. Habe ich noch nie gesehen. Nur das zweite. Ich überlege gerade, wie ich hier am besten rauskomme, bevor ihr reinkommt. Der einzige Weg hinaus, Manuel, führt hinein. Wenn du der Dienststelle immer noch treu ergeben bist, dann bekenne dich dazu. Vielleicht hört das Management dich und nimmt dich wieder in seine Obhut. Meine Loyalität gehört immer noch der DOD. Ich würde ja das hier nehmen, oder? Na, er sagt ja, vielleicht hören sie dich und lassen dich raus. Nein, das ist doch die Widerstandsgruppe. Also. Die DOD spielt ein falsches Spiel und das werde ich beweisen. Das würdest du tun? Das könnte der Behörde eine Menge Ärger bereiten. Ich werde diesen Sumpf der Korruption austrocknen. Junger Mann, du bist ein Feind der DOD. Willkommen im Club. Salvador Limones mit Gast. Die Jungs bringst du mich? Das. Zum Hauptquartier des ZVS. Die Klappe im Boden ist auch so unauffällig. ZVS? Das Zentralkomitee verlorener Seelen. Wir sind nur wenige, Manuel, aber wir suchen stets nach neuen Rekruten. Ich sag es mal. Um was genau zu tun? Ja, gesagt, du musst unserem Nachrichtendienst helfen. Eva kennst du ja. Manny? Ich war sie sich im Übrigen noch umgezogen hat für ihre Rolle hier unten. Doch dann habe ich in unserer geliebten Dienststelle ein Netz der Korruption entdeckt. Ich habe Grund zu der Annahme, dass die Abteilung die Seelen, die ihr anvertraut werden, betrügt. Ich fürchte, jemand stiehlt die Zukunft jener armen, naiven Seelen, sodass sie keine andere Wahl haben, als allein und schutzlos den trügerischen Pfad der Tränen zu begehen. Schutzlos und allein. Wie Babys, Manuel, wie Babys. Hast du Beweise? Und genau hier kommst du ins Spiel, Manuel. Oder soll ich Agent Calavera sagen? Manny reicht völlig. Ich will keiner militärischen Organisation beitreten, Sal. Ich will nur meinen Job zurück, damit ich meine Zeit hier abarbeiten kann. Nun, ohne meine Hilfe kommst du nicht einmal aus der Stadt. Das wiederum bedeutet, dass du diese Frau niemals finden wirst. Und somit hast du auch keine Chance, deinen Job zurückzubekommen. Überleg's dir. Wir könnten einander sehr nützlich sein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier Pause. Jo. Ich glaube, man kann da vorne nicht ziehen und wie blöd mit dem Projektor spielen, aber... Mit Sicherheit, so wie er das rumsteht. Ja, guck, das sind die Tauben. Das sind die komischen Tauben, die da rumstehen. Okay. Was sollen wir noch groß sagen? Das muss ich beim nächsten Mal sehen. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Abo wäre auch ganz geil. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und tschüss.